Athletikprogramm 3. Auch in unserem dritten Athletikprogramm zeigen wir, wie ein einzelner Spieler oder eine ganze Mannschaft sich gesamtathletisch weiterentwickeln können. Das Training kann also sowohl individuell, in kleinen Gruppen oder aber auch als ganzes Team durchgeführt werden. Wenn das Athletiktraining mit einer ganzen Mannschaft trainiert werden soll, dann sollten das Aufwärmen sowie auch das funktionelle Training und der Schlussteil mehrfach aufgebaut werden, damit das Training in kleineren Gruppen stattfinden kann. Ein Gesamtathletiktraining als eigenständige Einheit besteht immer aus einem funktionellen Aufwärmen, einem Kräftigungs- und Stabilisationstraining im Hauptteil und einer fußballspezifischen Umsetzung als Schluss. Aufwärmen. Bauen Sie aus 4 Hütchen ein kleines Rechteck auf und legen Sie eine Koordinationsleiter seitlich auf den Boden. Der Spieler startet nun mit einer koordinativen Laufaufgabe durch die Leiter. Danach führt er verschiedene stabilisierende Aufgaben durch. Auf dem Rückweg sollen sich die Spieler dynamisch dehnen oder kräftigende Elemente trainieren, bevor sie erneut Stabilisationsübungen durchführen oder direkt danach eine neue Runde mit neuen Aufgaben aus dem Bereich der Koordination und Stabilisation beginnen. Der Spieler führt immer 2 ganze Durchläufe am Stück aus, bevor die verschiedenen Aufgaben dann variiert werden. We'll be right back.
Mobilisation, Stabilisation. Im Anschluss an das erste Aufwärmprogramm folgt eine Art zweites Aufwärmen. Dieses besteht aus verschiedenen Übungen zur Mobilisation und Stabilisation des Körpers. Jede Aufgabe soll der Spieler in diesem Fall 20 Sekunden lang durchführen. Kräftigungsprogramm. Trainieren Sie nun die Übungen aus Kräftigung Basisprogramm 3. Dieses Video finden Sie ebenfalls in unserer Kategorie Athletik. Zuvor sollten Sie sich das Video Intro Kräftigung ansehen, sofern Sie das noch nicht gemacht haben. Hier erklären wir Ihnen alles zu Dauer und Umfang der einzelnen Kräftigungsübungen. Umsetzung. Am Ende einer jeden Athletikeinheit steht ein kleines Abschlussprogramm zur Umsetzung des Athletiktrainings. Hier soll der Spieler vor allem in Sprint- oder Technikaufgaben erfahren, wie die eben trainierte Athletik in die Praxis umgesetzt werden soll. Bauen Sie hierfür ein kleines Hütchenquadrat auf. Der Spieler umläuft dieses Quadrat rückwärts, seitwärts, vorwärts und zurück und sprintet anschließend 20 Meter nach vorne weg. Danach geht der Spieler zurück und führt dies erneut durch. Insgesamt wiederholt der Spieler diesen Vorgang 7 Mal. Abwärmen. Der Spieler soll sich am Ende der Einheit ausdehnen oder alternativ ein Programm mit der Black Roll durchführen. Dies soll ca. 10 Minuten dauern.